Lieber Andreas Weigel, meine Damen und Herren, liebe Freunde, danke Freundinnen und Freunde des Netzwerkes, liebe Genossinnen und Genossen. Ihr wisst es alle, wir haben in den vergangenen Monaten, auch Wochen über manches diskutiert, nicht immer nur sachorientiert, nicht immer nur konstruktiv und nicht immer nur zukunftsweisend. Ich glaube aber, Klammer auf, ich hoffe das auch sehr stark, Klammer zu, wir sind jetzt auf Kurs. Wir hatten einen Führungswechsel. Franz Müntefering ist zurück als Vorsitzender, Kanzlerkandidat, übrigens gleichzeitig Spitzenkandidat bei uns in Brandenburg, ist Frank-Walter Steinmeier. Ich glaube, mit dieser Mannschaftsaufstellung ist eins gewährleistet, die SPD wird 2009 mit einer gemeinsamen Haltung, mit einem gemeinsamen Selbstverständnis und hoffentlich auch mit sehr viel Selbstbewusstsein auftreten. Voraussetzung dafür ist, dass wir uns klar machen, es geht um mehr als um Personen und um Ämter. Es muss klar werden, im Lande klar werden, dieser sozialdemokratischen Partei geht es um das Land, geht es um die Menschen, geht es um ihre Sache. Und deshalb habe ich mich sehr über die Einladung gefreut, hier über Inhaltliches zu sprechen. Nämlich über die Frage, mit welcher Idee von Sozialstaat die SPD in den kommenden Wahlkampf ziehen soll. Nun wird es keinen hier im Saal wundern, das ist aus meiner Sicht der vorsorgende Sozialstaat, der in die Menschen und der in ihre Lebenschancen investiert. Dabei geht es anders als manche andere Themen um eine Frage, die zu diskutieren sich wirklich lohnt. Liebe Freunde, moderne Sozialdemokraten wissen, dass soziale und wirtschaftliche Anliegen nicht als gegensätzlich begriffen werden sollten, sondern als komplementär. Wir wissen besser als andere, dass Freiheit und wirtschaftlicher Erfolg immer auch soziale Voraussetzungen haben und dass der funktionierende Sozialstaat umgekehrt zwingend auf wirtschaftliche Erfolge angewiesen ist. Ohne sie wäre er nämlich schlicht nicht finanzierbar. Wir Sozialdemokraten sind im 20. Jahrhundert immer dann, wenn wir zurückschauen, besonders erfolgreich gewesen, wenn Wirtschaft und Soziales nicht gegeneinander ausgespielt wurden, sondern wenn beides als zwei Seiten eines produktiven Wechselverhältnisses begriffen wurde. Dass Wirtschaft und Soziales zwei Seiten derselben Medaille sind oder sein sollten, das ist das eine. Liebe Freunde, wie wir das Verhältnis von Ökonomie und Sozialstaat immer wieder aufs Neue zeitgemäß und zukunftstauglich organisieren, das ist das andere. Mein Plädoyer ist, dass wir dafür mehr denn je einen Sozialstaat brauchen, der sich prinzipiell als vorsorgend begreift. Und ich bin auch überzeugt, dass wir Sozialdemokraten noch deutlich offensiver die Chancen und die Perspektiven dieser neuen Akzentsetzung in unserer Politik besprechen müssen. Der vorsorgende Sozialstaat ist ein positives, ganz klar positives Zukunftsprojekt der Sozialdemokratie. Ein Projekt, in dem es um Aufstieg, um bessere Lebenschancen für mehr Menschen geht, wenn ihr so wollt, um Hoffnung und um Veränderung. Um Hoffnung und um Veränderung. Und genau so sollten wir diese Diskussion führen. Wir sollten sie positiv führen, wir sollten sie zuversichtlich führen und wir sollten sie nach vorn gerichtet führen. Wir brauchen dieses positive Zukunftsprojekt erst recht deshalb, weil der Horizont, vor dem wir diese Debatte führen, eben nicht ausschließlich hell und nicht ausschließlich hoffnungsvoll vor uns liegt. Unser neues Jahrhundert ist noch nicht alt, aber eins wissen wir heute schon, einfach werden die vor uns liegenden Jahrzehnte mit Sicherheit nicht. Wer sich darüber noch irgendwelche Illusionen gemacht hat, den dürften die Entwicklung der vergangenen Monate mit Sicherheit heftig zum Nachdenken verleitet haben. Wir erleben, und das ja, wenn man genau hinschaut, bereits seit dem letzten Jahr, eine schwere globale Wirtschafts- und Finanzmarktkrise. Diese Krise hat sich jetzt im Herbst nochmals auf beispiellose Weise verschärft und könnte zur schwersten weltweiten Rezession seit 80 Jahren führen.
Wir hatten im Frühjahr dieses Jahres den plötzlichen Anstieg der Preise für Nahrungsmittel zu verzeichnen. Und wenig spricht bei weiter anhaltendem Bevölkerungsdruck dafür, dass die Ernährungskrisen in den Ländern der Dritten Welt wirklich abklingen werden. Wir haben in den vergangenen Monaten einen von den meisten nicht so erwarteten steilen Anstieg der Energiepreise zu verzeichnen. Das Fass Rohöl, vor einem Jahr gerade mal bei 30 Dollar, lag im Juli bei 150. Zwar sind mit der einsetzenden Wirtschaftskrise die Preise wieder stark gesunken, aber niemand kann sagen, wo die Grenze nach oben wirklich liegt. Und ich glaube, es weiß auch niemand mehr, ob es eine solche Preisgrenze wirklich noch geben wird in Zukunft. In globaler Perspektive stehen wir also heute vor einem wirklichen Berg von Herausforderungen. Keine dieser Herausforderungen für sich genommen ist wirklich neu. Aber, liebe Freunde, neu ist das Mischungsverhältnis der Probleme am Beginn dieses Jahrhunderts. Und neu, glaube ich, ist auch die Unmittelbarkeit, mit der die Probleme der ganzen Welt direkt auf den Alltag der Menschen durchschlagen. Ob an der Zapfsäule, der Käsetheke oder am Arbeitsplatz. Die Liste der Fragen ist wahrlich lang, mit denen wir in diesem Jahrhundert fertig werden müssen. Es geht um Klimawandel und sichere Energieversorgung. Es geht um Überbevölkerung und Ernährungskrisen. Es geht um Migration und Integration, Fundamentalismus und Terrorismus. Es geht aber auch um Massenvernichtungswaffen und organisiertes Verbrechen. Es geht um die Weiterverbreitung der Nuklearwaffen. Es geht um regionale Konflikte und sogar und leider, und das hätte vor 10 Jahren kaum einer gedacht, dass uns das am Beginn dieses Jahrhunderts wieder und weiter beschäftigt, um Genozide. Braucht man nur nach Darfur gucken und Kongo ist auch nicht so weit davon entfernt. Das alles werden wir bewältigen müssen. Und gerade wenn wir das Ausmaß dieser und anderer Herausforderungen betrachten, liegt eigentlich zweierlei relativ klar auf der Hand. Zum einen, die Werte, die uns Sozialdemokraten besonders wichtig sind, stehen verstärkt unter dem Druck der realen Verhältnisse. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Emanzipation und Fortschritt, diese Leitideen gelangen immer dann verstärkt unter Bedrängnis, wenn Menschen das Gefühl kriegen, dass die Probleme ihnen förmlich über den Kopf wachsen. Zum anderen und umgekehrt, gerade wenn die Herausforderungen so groß sind, gerade dann braucht unsere Gesellschaft genau diese Werte und Prinzipien. Und zwar eigentlich sogar umso dringender. Klar ist doch, ohne Emanzipation, ohne Gerechtigkeit und ohne Lebenschancen für alle würden wir auf jeden Fall an den Herausforderungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte scheitern. Ohne, liebe Freunde, ohne die Fähigkeit zum Fortschritt, ohne den Mut zu neuen Lösungen werden wir angesichts der angedeuteten Herausforderungen, es sind ja nur angedeutete, nicht weit kommen. Und darum sind die Werte und Prinzipien, die wir ja seit 1,5 Jahrhunderten zu Recht hochhalten, heute gefährdeter und bedrohter denn je, aber umso, auf der anderen Seite umso dringender werden sie heute benötigt. Ihren Ausdruck gefunden haben sozialdemokratische Werte in der Vergangenheit vor allem, in dem, ich glaube, das kann man so nennen, historischen Projekt des Sozialstaates. Für den Sozialstaat gilt dasselbe wie für die Werte und Prinzipien der sozialen Demokratie. Ja, der Sozialstaat von heute ist einer Vielzahl von neuen Herausforderungen ausgesetzt. Er steht unter Druck. Wenn wir das negieren, sind wir nicht realistisch. Aber verzichten können wir auf diesen Sozialstaat weniger denn je. Lassen wir zu, dass der Sozialstaat erlahmt, verlieren wir eine der wichtigsten Säulen, die unsere Gesellschaft in ihrem Wandel stützen und zusammenhalten kann. Aber, liebe Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, der Sozialstaat ist nur so tauglich und ist nur so brauchbar, wie er hilft, die Ziele, die Werte und die Prinzipien der sozialen Demokratie auch unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts durchzusetzen.